Hallo, hier ist Bastian von Teilzeit, dem Brettspielkanal, und heute dreht sich natürlich alles um meine Spielerlebnisse auf der Victoria Pater Spiele Convention. Das ist eine Convention, auf der nicht nur ganz viele ganz tolle Leute rumlaufen. Ich wüsste keinen einzigen, mit dem ich nicht sofort das nächste Spiel anfangen würden, sondern natürlich auch um komplexe Spiele, die dort gespielt werden und auch vielleicht nicht so komplexe, die dort als Füller und Absacker landen. Ja, hauptsächlich natürlich sind es hier Wirtschaftssimulationen, wie 18xx-Spiele, historische Spiele, komplexe Euros, Wargames, sowas ist dort auf dem Tisch. Es ist immer total schwierig. Hier wird noch ein Mitspieler gesucht, hier wird noch ein Mitspieler gesucht. Und das sind alle Spiele, die man eigentlich gerne mal spielen würde. So geht es mir da jedenfalls. Oder mal wieder spielen würde. Und da muss man dann schon irgendwie eine Auswahl treffen. Und da sind natürlich auch viele lange Sachen dabei. Ja, ich habe eine Auswahl getroffen und ich habe auch erstmal eine Vorauswahl für dieses Video getroffen. Denn ich habe nicht alle Spiele hier drin, die ich gespielt habe, denn es sollte nicht so lang werden. Ich werde aber über das eine oder andere Spiel, was ich noch gespielt habe, auf jeden Fall berichten, weil ich hatte wirklich viele tolle Spielerlebnisse. Ja, jetzt erstmal diese Spiele hier. Viel Spaß dabei. Ein kleiner Nachtrag noch zu dem Ganzen. Ich wurde darauf angesprochen, ob ich nicht auch irgendwie extra ausweise, wann meine Wertung sozusagen kommt, mein Eindruck, und dass ich das ein bisschen mehr getrennt machen soll, denn ich rede ja schon sehr lange über die einzelnen Spiele und einige interessiert halt dann erstmal nur, was meine Meinung zu dem Spiel ist und gar nicht, wie das Spiel im Einzelnen funktioniert. Das werde ich bei längeren Besprechungen so einführen jetzt, dass ich das dann auch als Kapitel trenne und dass ihr dann eigentlich auch dahin springen könnt und das deutlicher machen, wo jetzt meine Meinung kommt. Ja, und jetzt aber viel Spaß. Der erste Abend auf der Con ging mit Masters of Venice los und Masters of Venice wurde vorgeschlagen. Ich hatte gar keinen großen Plan, was das sein soll. Ich habe da erstmal gesagt, auf jeden Fall bin ich dabei, weil die Person, die es vorgeschlagen hat, meistens wirklich gute Spiele vorschlägt. Habe ich mal bei BGG schon mal geschaut. Am Anfang ja 6,7 als Bewertung. Ist ja auch nicht so doll. Ja, aber ich hatte jetzt eine positive Überraschung bei dem Spiel. Bei Master of Venice sind wir natürlich in Venedig unterwegs und sind dort Kaufleute. Und wir haben hier einen verdeckten Mechanismus. Wir haben so ein Rad und können uns einstellen, wo wir eigentlich in Venedig jetzt handeln möchten oder wo wir aktiv sein möchten. Wir können zu den Docks gehen, wir können Waren dort einkaufen, wir können dann zu Shops gehen, wir können die Waren wieder verkaufen, wir können uns Aktien kaufen von den verschiedenen Art der Waren, also auch wieder Anteile kaufen. Und dieser Wert der Waren verändert sich halt je nachdem, wie gut die Waren verkauft werden und wie viel Waren auf dem Markt sind. Und so war es dann so, dass man so das Spiel startet und jeder hat so ein Tableau vor sich mit einer Ware und diese Ware hat einen Verkaufswert und einen Aktienwert und auch einen Bedarfswert. Das heißt, wie viele von diesen Waren eigentlich überhaupt verkauft werden können, weil so viel Bedarf ist halt da. Und man stellt erstmal ein, ob man überhaupt Startspieler sein möchte oder in welcher Reihenfolge das Ganze läuft. Das muss ich dann auch mit meinem Geld machen. Also je mehr Geld ich biete, desto weiter oben bin ich in der Startspielerleiste. Und da muss man natürlich erstmal schon schauen, ja. Also so ein bisschen so wie bei Age of Steam hier in dem Fall. Und dann lege ich das verdeckt hin, das Rad, und dann wird geschaut, wer Startspieler ist. Und das könnte schon ziemlich entscheidend sein bei dem Spiel, denn ich möchte vielleicht die bestimmte Waren als erster dort handeln oder halt andere Felder als erster dort besetzen. Wobei das Coole ist, auch noch bei diesem Spiel, dass wenn ich dann an diesem Gebiet bin und ich habe dort meine Aktion getätigt, dürfen alle, sofern sie sich im äußeren Bereich der Stadt befinden, alle eine Huckepack-Aktion, eine Piggyback-Aktion machen und so profitiert jeder davon, wenn ich da hingehe zu diesem Ort. Sowas finde ich auch immer ganz schick. Dann ist es so, dass ich halt in der zweiten Phase schaue, wo gehe ich hin. Das wird wie gesagt auch verdeckt gemacht, lege das ab und dann wird er wieder aufgedreht und dann wird je nach Spielerreihenfolge geschaut, wo wer zuerst jetzt ja seinen Handel machen darf. Stehen jetzt zwei auf der gleichen Aktion und der eine ist der erste Spieler, der andere der vierte, wird trotzdem zuerst mal der Ort abgehandelt, nämlich dann wird zuerst der erste Spieler genommen, dann wird der Spieler, der sich da auch aufgestellt hat, der vielleicht in der vierten Position insgesamt ist, auch dann genommen und dann werden die anderen nach Spielerreihenfolge abgehandelt. Und der Markt, habe ich ja schon gesagt, passt sich immer je nachdem so an, wie viele Waren da gerade sind. Ja, das ist im Prinzip ist es das Spiel schon gewesen. Und das Schöne bei dem Spiel ist, dass ich in einer Phase des Spiels
auch beeinflussen kann, wie hoch der Bedarf bei mir auf dem Board ist und wie hoch auch der Bedarf bei den anderen ist. Und ich kann natürlich auch schauen, dass ich andere Waren im Prinzip ignoriere und da die Aktie gar nicht nach oben steigt, weil halt diese Ware nicht großartig gehandelt wird und ja, die Anteile von diesen Firmen, die ich mir dort kaufe, halt auch nichts wert sind. Und ich kann natürlich, selbst wenn ich gar keine Firma habe, Anteile von allen möglichen Firmen haben, die vielleicht ganz erfolgreich sind und kann einfach durch Handel dafür sorgen, dass diese Firmen erfolgreicher sind. Habe ich mehr Aktien von einer Firma, na, dann gehört mir die Firma. Das bringt mir allerdings aber auch nur so viel, als dass ich selber zum Beispiel auch den Bedarf hier einstellen kann in dieser besagten Phase des Spiels. Das Ganze ist total kurzweilig, ist total variabel, das Ganze. Das passiert die ganze Zeit etwas. Die Aktienwerte verändern sich logischerweise mit jedem Verkauf und es werden neue Waren gezogen und die Aktien verringern sich wieder. Und so ist eine totale Dynamik im Spiel, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass es teilweise ein bisschen random wirkt, das Ganze. Einfach dadurch, dass ich ja zum Beispiel darauf gehen kann, dass ich Waren kaufe in den Docks und normalerweise verkaufe ich sie tatsächlich für deutlich mehr Wert, nämlich dann in den Shops. Das ist ja der Sinn des Ganzen, dass sie ja teurer werden. Aber wenn ich mir die Waren kaufe und dann kommt eine nächste Runde, es werden Waren nachgezogen und dann werden ausgerechnet so viele Cubes dort von der Ware auf den Markt gespült bei den Docks, dass die Ware, die ich gerade gekauft habe, dann eigentlich noch weniger wert ist, als wie ich sie gekauft habe oder im Prinzip gar nichts mehr wert ist. Ja, das ist dann einfach Pech. Ne? Ich hatte am Anfang 3 rote Cubes gekauft, habe mich dann auf diesen Punkt gestürzt und alle haben schon gedacht, ja, es ist eigentlich ein sehr guter Move irgendwie. Ja, und dann werden nur rote Cubes gezogen und es war nichts mehr wert und ich bin die ersten 3 Runden wirklich nur rumgekrebst und hatte keine Kohle mehr, während die anderen schon abgegangen sind. Würde ich beim zweiten Partie nicht mehr machen. Ich würde mich, glaube ich, nicht spezialisieren auf eine Ware im ersten Zug. Das kann ziemlich nach hinten gehen. Tja, ne, so ist das bei solchen Spielen. Da ist es ein Lernen bei Leiden sozusagen. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn man diesen Random-Faktor dort ab kann, dass man halt manchmal auch einfach gar nichts machen kann dafür, dass man da jetzt irgendwie Geld verdient oder Geld verliert, dann ist es auf jeden Fall auch was für einen. Es hat relativ lang gedauert, weil es sind zwar, ich zähle gerade mal durch, ich habe das Bild hier, 1, 2, 3, 4, 3, 12 Runden, aber das sind ja nicht nur 12 Aktionen, sondern diese Aktionen sind dadurch die Huckepack-Aktionen. Natürlich macht dann jeder auch irgendwelche Aktionen und das hat wirklich überraschend lange gedauert, das Spiel. Und das ist natürlich für so ein relativ kleines Spiel, vielleicht fand ich schon ein bisschen zu lang, hätte ein bisschen kürzer gehen können, aber Spaß hatte ich trotzdem, trotz der negativen Erfahrung ganz am Anfang. Ansonsten sehr flüssig, ja, schönes Ding. Der Samstagabend stand ganz im Zeichen von Byros Origins und auf das Spiel habe ich mich ganz besonders gefreut. Ich finde die Optik, die kannte ich bisher nur von Bildern und aus Videos, fand ich schon mal grandios vorweg. Und ich bin zwar jemand, der nicht unbedingt auf die Optik jetzt den höchsten Wert legt, aber wenn eine schöne Optik dabei ist, dann wird das Ganze natürlich noch viel leckerer. Und auch das Thema fand ich total spannend. Die Entwicklung der Menschheit von der Steinzeit bis hin in unsere Jetztzeit. Ja, und wenn man dann weiterspielen möchte, macht man einfach mit dem nächsten Phil Eklund-Spiel weiter. Das ist dann nämlich High Frontier. Aber wir bleiben bei Byros Origins. Hier haben wir also ein Zivilisationsaufbauspiel. Und in diesem Zivilisationsaufbauspiel haben wir natürlich verschiedene Bereiche, in denen wir uns entwickeln können. Wir haben die Metallurgie, wir haben aber auch sowas wie Footprints. Das ist so ein bisschen auch Effektivität, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Wir haben hier das Thema Immunität gegen Seuchen. Das heißt, das ist dann auch eine natürliche Entwicklung mit dabei, die auch in den Genen liegt. Und wir haben aber auch Bereiche wie beispielsweise technische Entwicklung im Allgemeinen, also so Zivilisation.
Ja, und diese einzelnen Aspekte sind in drei Oberbereiche eingeteilt. Das ist einmal Environment, also wie gehe ich mit meiner Umwelt um, wie behaupte ich mich dort. Wir haben einmal Welfare, das ist also, wie gut geht es mir da und auch so ein bisschen, ja, Wohlstand. Das heißt, wie viele Städte baue ich dort, wie kann ich mit Seuchen umgehen. Und auch Metallurgie ist hier ein Thema. Und wir haben das Thema Industrie, das ist so etwas wie Forschung. Aber auch so wie ich baue mir ein Boot. Also man baut sich am Anfang vielleicht ein Floß und nachher baut man sich dann halt Raketen. Ja, und man entwickelt sich dann halt dort immer weiter. Das ist das Ziel, möglichst weit in der Entwicklung auf verschiedenen Bereichen zu sein. Und am Ende siegt die Person, die in einem dieser Hauptbereiche die meisten Punkte hat. Man sucht sich also heraus, wo habe ich die meisten Punkte, in welchen dieser großen Bereiche und den werte ich dann. Und das geht relativ schnell zusammengezählt. Und das war für mich dann tatsächlich auch ein bisschen überraschend, dass beim so langen Spiel, wir haben jetzt 4,5 Stunden gespielt, dann am Ende ist wirklich dann nur diese paar Punkte sind in einem Bereich. Aber es ist auch schwer genug, in den verschiedenen Leisten hochzukommen. Wie wird das Ganze jetzt überhaupt gespielt? Ich habe eine große Map, die ihr auf den Fotos seht. Auf dieser Map, ich möchte nicht sagen, das ist Beiwerk, da seht ihr die Leisten abgebildet, aber oben seht ihr halt auch die Weltkarte und dort laufe ich halt mit meinem Tribe, also mit meinem, ja, mit meinen Leuten rum. Das ist eine Art von Mensch, die dort rumläuft. Also ich habe die Neandertaler gespielt und ich möchte mich natürlich ausbreiten und möchte mir neue Jagdgründe, Sammelgründe erschließen, muss mich dagegen andere auch durchsetzen, zur Not mit Gewalt. Also es gab da auch teilweise dann natürlich Kriege. Wobei diese Kriege gar kein Hauptbestandteil sind, habe ich das Gefühl, sondern das war wirklich eher so nebenbei. Also diese Verdrängung, das war, wenn es nicht anders ging, dann hat man dem anderen halt einen Jagdgrund weggenommen, also ein Gebiet, auf dem ich mich dort ja ausbreiten kann. Und entweder ist der andere dann verhungert oder man selber ist verhungert, weil das wird dann gewertet am Ende meines eigenen Zuges, ob da noch genug Essen ist. Ja, oder ich muss halt diesen Krieg führen. Aber man muss auch insgesamt sagen, sind wir relativ ja, nett miteinander umgegangen. Besonders wenn ich die Spielegruppe mir angeschaut habe, mit wem ich da zusammengespielt habe. Diejenigen, die uns gesehen haben oder dabei waren, die wissen, dass es auch eher konfrontative Spiele am Start sind. Aber war eine sehr nette Atmosphäre dort und wir haben uns auch aneinander vorbeilaufen lassen und solche Sachen. Das Spiel spielt man, indem man sich Karten von einem Markt besorgt. Und ich habe eine Kartenauslage vor mir und auf diesen Karten sind Symbole vorhanden. Und diese Symbole bekomme ich, also verschiedene Arten von Symbolen und verschiedene Felder von Symbolen. Und die Symbole bekomme ich entweder tatsächlich sofort als Bonus ausgezahlt. Zum Beispiel, ich kann irgendeine Leiste von diesen Leisten nach vorne gehen. Und darauf beziehen sich diese Symbole hauptsächlich. Dann nehme ich die Karte zu mir und dann kann ich Aktionen starten mit diesen Symbolen. Also ich arbeite von unten nach oben meine Karten ab und darf mir in einer, ja, Zeile immer ein Symbol aussuchen. Viele Karten sind halt, haben halt Multi-Use, man kann mehrere Sachen machen und dann kann ich zum Beispiel mich bewegen auf der Map, spreaden. Das heißt aber nicht, dass ich meine Figur nur bewege, sondern es kommt eine neue Figur von mir auf die Karte rauf und damit kann ich dann weitergehen. Oder ich kann damit einen Krieg anfangen oder ich kann damit eine Stadt bauen und diese Städte kann ich entweder bauen, indem ich Weizen benutze, um dort hier die Versorgung der Stadt zu gewährleisten. Oder ich habe halt Jagdgründe und kann das dann halt so machen, dass ich die Stadt habe und dann wird sie halt durch die Jagdgründe versorgt. Ich brauche also eine bestimmte Voraussetzung auf dem Feld, wo ich die Stadt jetzt gründen möchte. Ich kann allerdings auch Prayer machen, das heißt, ich bin da ein bisschen mystizistisch drauf. Und da setze ich eine meiner Figuren, die ich normalerweise als Einsatzfiguren habe. Ich habe also Arbeiter, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, in einem Bereich des Mystizismus. Und das ist halt dann auch eine Wertung, die dort im Verlauf des Spieles erfolgt. Und dann habe ich diese Figur aber erstmal nicht mehr zur Verfügung. Das Ziel ist es, damit ich überhaupt Arbeiter habe,
dass ich mich entwickle. Und ich habe zuerst einfach, bin ich auf so einer Emotionsebene, da sind meine Arbeiter im Prinzip zuerst ganz unten, das ist durch so einen Kopf abgestellt und ich muss versuchen, sie weiter nach oben zu bekommen. Ich habe dann die ersten Vokabeln, die dort entstanden sind und dass ich erste Kommunikation habe. Und später habe ich dann ganz am Ende den freien Willen und kann mich entscheiden, was ich tue. Und erst wenn ich den freien Willen habe, kann ich mich dazu entscheiden, überhaupt irgendwie eine Entwicklung zu claimen, indem ich einen meiner Arbeiter von diesem Feld des freien Willens auf die Karte setze. Und je nachdem, wie hoch die Karte ist, kann ich sie am Anfang einer Runde auslösen. Bevor ich allerdings meine ganzen Symbole dort verwende, kann ich erstmal mir überlegen, möchte ich die Karte, auf der ich meinen Pöppel gerade gestellt habe, jetzt erstmal claimen? Ich möchte sie haben und baue sie an mein Tableau an, sodass ich weitere Symbole zur Verfügung habe und bekomme auch den Einmaleffekt. Oder ich gehe in der Entwicklung der Menschheit einen Schritt weiter und habe damit im Prinzip Zeit übersprungen und es gibt eine Ereigniskarte. Und diese Ereigniskarten haben das ziemlich in sich. Da sind nämlich meistens relativ negative Dinge drauf, nämlich dass zum Beispiel eine Seuche stattfindet und wenn man halt mehr Städte gebaut hat, als man über der solchen Immunitätsleiste jetzt vorangeschritten ist, verliert man beispielsweise die Hälfte seiner Städte und später sind es dann auch politische Unruhen, Revolutionen und so. Ah, hat mich ziemlich viel gekostet, das Ganze ganz am Ende. So, aber diese Karte, die halt dafür sorgt, dass das Zeitalter weitergeht, geht dann zur Versteigerung und die kann man sich also ersteigern und kann sie an sein Tableau anlegen, hat dann wiederum weitere Symbole und steigert sich in der Zivilisationsleiste, das ist halt eine der Leisten im Industriebereich und so wächst mein Tableau an. Wenn irgendwelche Leute vom Spielbrett gefegt werden durch Krieg, durch Seuchen oder wie auch immer, dann werden sie unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit drückt sich darin aus, dass sie auf meine Karten wandern, auf verschiedene Plätze und diese Karten an meinem Tableau blockieren. Und wenn alle Karten belegt sind und trotzdem noch eine Figur kommt, dann gibt es eine Revolution und ich wechsle meine Ausrichtung in meiner Zivilisation. So gibt es drei verschiedene Ausrichtungen, von denen ich ja schon erzählt habe, und Karten, die ich mir am Markt kaufe, passen zu diesen Ausrichtungen. Das heißt, wenn ich am Anfang Industriekarten spielen konnte, also alle roten Karten, dann verliere ich halt einen Teil der Karten und das Ganze wechselt zum Beispiel auf Welfare und ich kann diese Karten umdrehen, denn wie ihr auf den Bildern schon gesehen habt, gibt es eine rote Seite zum Beispiel und eine lilane Seite oder eine rote Seite und eine weiße Seite. Das heißt, sie werden umgedreht und es gibt neue Aktionen für mich. Ich verliere nicht alles, ich verliere einen Teil und bin jetzt aber gezwungen, mein Spiel darauf anzupassen, in welche Richtung ich jetzt zivilisatorisch halt gehen muss in dem Fall, weil ich eine Revolution gemacht habe. Ich kann auch eine stille Revolution machen, das selber initiieren tatsächlich, dass ich jetzt irgendwie die Gesinnung da wechsle und eine andere Spielrichtung haben möchte, weil ich vielleicht auch ja, vorzugsweise auf anderen Leisten nach oben laufen möchte. Das hört sich jetzt alles relativ kompliziert an. Nach der Erklärung dachte ich, oha, ich war auch noch Startspieler. Wie kann ich das jetzt irgendwie managen, dass es halbwegs Sinn macht, was ich hier tue? Und was muss ich überhaupt machen? Aber ich sage euch, nach einer Runde war der Drops eigentlich gelutscht und der Groschen gefallen. Denn dann ist man so drin in dem Spiel, dass man wirklich relativ einfach da durchfindet. Das ist sehr klar strukturiert, was ich machen kann. Ich nehme diese Karte vom Ereignisstapel oder claim die Karte vom Markt. Dann gehe ich meine Aktionen durch. Ja, und dann ist schon die andere Spielerin, der andere Spieler dran. Und das ist eigentlich nicht viel. Man muss halt wissen, welche Aktionen es gibt. Das erschlägt einen zuerst auch erstmal. Aber tatsächlich kann ich ja auch nicht alle Aktionen machen. Ich kann dann nur die Aktion machen, die ich an meinem Tableau habe. Und so lernt man während des Spiels eigentlich sehr gut, welche Aktionen es gibt, weil ich bekomme langsam immer mehr Aktionen und führe die ja auch immer aus, meine Aktionen, ja, sofern sie denn Sinn machen. Und das hat mir total gut an dem Spiel gefallen, dass es sich erstmal vielleicht kompliziert angehört hat, aber dass es dann im Laufe des Spiels ein Learning by Doing gibt und dass am Ende des Spiels total klar ist, wie der Hase läuft und auch schon
Na, am Anfang des Spiels eigentlich auch schon relativ schnell. Also was ist kein 4 Stunden Blindflug und dann denkt man so, jetzt bräuchte ich aber noch eine zweite Partie, damit ich richtig spielen kann. Nein, das läuft schon trotz so einer Komplexität bei diesem Spiel ganz am Anfang eigentlich sehr gut. Bei mir ist es zumindest so gelaufen und man hangelt sich dann da durch. Und eins kann ich auch schon sagen, und das, ich bin ein sehr vergesslicher Mensch und vergesse schnell Regeln. Dieses Spiel hat so eine Mechanik, dass es eigentlich sich durch sich selber, was man da tut, im Prinzip vom Ablauf her erklärt. Das heißt, ich habe kein Tableau, jetzt muss ich diese Phase machen, jetzt muss ich diese Phase machen, jetzt diese, oh, wie war das noch in dieser Phase? Nein, man nimmt einfach die Symbole und ich denke mal, das ist für Leute, die halt so ein Spiel dann halt auch vielleicht mal nach 3, 4 Monaten wieder rausbringen auf den Tisch, auch eine gute Sache, da muss ich nicht nochmal die ganze Regel lesen. Das kann ich jetzt schon sagen, obwohl ich es erst einmal gespielt habe und gerade eben. Was ich noch total klasse fand, diese ganzen Erfindungen, diese Abbildungen dort, es ist total thematisch das Ganze. Man kann sich natürlich wissenschaftlich darüber streiten, ob die eine Erfindung jetzt in Wahrheit von der anderen da gekommen ist oder ob die eine jetzt unbedingt jetzt bedingungslos dort erfunden sein kann, wenn eine andere Erfindung noch nicht vom Kartendeck gezogen wurde. Da stößt natürlich auch so ein Spiel an seine Grenzen. Ihr hört natürlich schon raus in meiner Beschreibung, was ich da überhaupt mache, dass ich das Spiel total grandios fand. Ich muss auch sagen, ich habe es sofort bestellt an dem gleichen Abend noch. Und das mache ich total selten, denn meistens muss ich eine Nacht drüber schlafen, ob ich das als eigentlich gut fand oder nicht. Und am nächsten Morgen weiß ich dann, okay, weil ich halt nachts auch noch viel über diese Spiele nachdenke. Über dieses Spiel war es bei dem Spiel schon so, dass es mir so viel Spaß gemacht hat, meine Zivilisation aufzubauen, dass ich sage, das will ich unbedingt öfter machen. Und es mit Sicherheit auch große Variabilität gibt, indem ich schaue, in welcher Leiste oder beziehungsweise in welchem Bereich ich jetzt eigentlich aktiv sein möchte. Möchte ich jetzt eigentlich mehr auf Mystizismus gehen oder mehr auf Entwicklung mit Welfare, Städte bauen oder mehr in der Industrie weiter nach vorne kommen? Und ich möchte eigentlich alle Seiten auch mal ausprobieren. Das wusste ich schon, ja, als ich gespielt habe. Und man kann natürlich auch während des Spiels die Seiten wechseln, worauf ich mich da konzentriere. Ja, das darauf habe ich auch mal Lust, das mehr auszuprobieren. Ich war jetzt mehr wirklich die ganze Zeit auf diesem industriellen Zweig unterwegs und das lief eigentlich auch ganz gut. Und was ich halt auch total klasse finde bei dem Spiel ist, es hat ja auch irgendwie so eine BGG-Bewertung von über 4, ja. Aber dieses Spiel, das wird einem erklärt und dann denkt man, ja, das ist jetzt gar nicht so schwierig, wie ich dachte. Das ist eigentlich ja relativ. Ja, einfach möchte ich nicht sagen, ne? Das ist immer so ein Wort bei solchen Spielen, aber durchblickbar. Und dann fängt man an, das zu spielen und man merkt und nach der zweiten Runde schon läuft. Ich kenne die Regeln, ist gut, jetzt gibt es noch Kleinigkeiten. Was bedeutet zum Beispiel dieses Symbol hier? Da muss man dann vielleicht mal nachschlagen. Aber der Ablauf ist einem sofort klar bei diesem Spiel. Und das macht es für mich auch besonders gut, auch im Hinblick darauf, dass so ein Spiel natürlich nicht jede Woche auf den Tisch kommt, auch wegen der Länge. Sondern vielleicht alle 3, 4 Monate mal auf den Tisch landet. Und dann habe ich eigentlich persönlich keine Lust, nochmal so ein komplexes oder so ein dickes Regelbuch zu lesen. Nein, ich möchte am besten das Spiel von den Regeln her dann noch so behalten haben, dass ich dann gleich losspielen kann und nur auch bei Kleinigkeiten vielleicht in das Regelbuch reinschauen kann oder muss. Das ist bei mir meistens aber nicht der Fall, weil ich ein sehr vergesslicher Mensch bin. Gerade was Regeln angeht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich muss die Regeln dann immer noch mal neu lernen. Und bei diesem Spiel, obwohl ich es erst einmal gespielt habe, glaube ich, dass es nicht so sein wird. Aber das ist natürlich was, was ich wahrscheinlich erst in 3, 4 Monaten erzählen kann, obwohl ich das mit Sicherheit auch schon früher noch mal spielen werde. Sowas gefällt mir mal sehr gut. Dann der Spielfluss. Dadurch, dass ich wirklich der Reihe nach meine Aktionen da durchgehe, ist das für mich wirklich ein ganz klasse Spielfluss, weil ich mache das und dann mache ich halt das und dann mache ich das und das. Und das ist nicht so was Offenes, wo, wenn ich jetzt da was raufsetze, dann kann ich das wiederum machen. Es werden in dem Sinne nicht so richtige Kettenreaktionen ausgelöst. Das kann man vielleicht auch schlecht finden, weil man voll drauf steht. Es gibt ja sehr viele Spiele, gerade im Euro-Bereich, wo das genau passiert.
Das ist hier nicht so. Ich mache halt Aktionen nacheinander. Und ich habe gehört von einem Spieler, der ganz kurz vorbeigekommen ist, der sagte, ah, ich habe das öfter mit meiner Frau gespielt, das Spiel, und für mich fühlte sich das eigentlich eher nach Arbeit an. Das habe ich überhaupt gar nicht, dieses Gefühl. Für mich ist es immer noch ein Spiel, auch wenn ich mich jetzt wirklich entwickle und diese Aktion einzeln durchgehe und nicht diese Kettenreaktion durch auslöse und so und nicht diese Erlebnisse habe von, boah, jetzt ist aber gerade was total Cooles passiert, weil ich habe diese Aktion ausgelöst. Sondern das ist eine stetige Entwicklung. Und na klar, es gibt Schlüsselentwicklungen, die erlauben mir besondere Sachen und die geben mir besondere Boni, wie zum Beispiel jetzt Faustkeil beispielsweise. Und das muss man dann auch sagen, so ein Spiel ist es nicht, es ist kein typisches Euro in dem Sinne. Jetzt komme ich zur Spielzeit. Die Spielzeit bemisst sich natürlich ein bisschen daran, erstmal, wie schnell man diese Aktionen durchgeht. Das ist klar. Wir waren aber eigentlich relativ schnelle Spieler. Ich glaube, ich habe fast am längsten gebraucht in der Runde. Aber die Spielzeit bemisst sich bei diesem Spiel auch daran, wie schnell ich mir diese neuen Ereigniskarten hole und den Spielrundenstapel im Prinzip durchgehe. Wenn ich meine Erfindung in einem Zeitalter bis ins Letzte hochtreibe und meine Entwicklung, dann dauert das Spiel natürlich auch. Wenn ich aber irgendwann sage, okay, jetzt gehen wir in eine neue Ära und ich hole, beziehungsweise ich möchte dafür sorgen und ich hole mir so eine Ereigniskarte, dann kann das Spiel auch relativ schnell vorbei sein. Also wir haben jetzt wirklich 4,5 Stunden gespielt ohne Erklärung. Ich behaupte aber mal, dass man das Spiel auch in 3 Stunden spielen kann. Jemand vom anderen Tisch hat gerufen, wir haben 2 Stunden gebraucht. Das halte ich schon für extrem sportlich. Da muss man wirklich die ganze Zeit diese Karten aufdecken und wirklich, ja, ich weiß nicht, mit so einer Stechuhr spielen oder so. Aber ich denke mal, 3 Stunden sind realistisch und dann kann man das auch in die Woche packen. Das erste Spiel würde ich, wenn es eine Lernpartie ist, vielleicht nicht gerade unbedingt in der Woche spielen. Aber wenn man das dann kann, dann sollte das funktionieren. Ja, was lässt sich abschließend noch zu dem Spiel sagen, außer dass es ein tolles Spielgefühl gehabt, außer dass ich die ganze Zeit mich überhaupt gar nicht gelangweilt habe in den Stunden. Auch wenn die anderen dran waren, habe ich mir schon überlegt, was holst du dir gleich für eine Karte? Weil das ist auch noch eine tolle Sache, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Viele dieser Spiele sind ja so, dass ich einen Kartenmarkt habe und mir jemand die Karte wegschnappt und ich dann diese Aktion nicht mehr machen kann, und ich neu überlegen muss. Dieser Zeitfaktor fällt weg, weil ich relativ genau weiß, welche Karte die anderen sich gleich dort holen und die mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr für mich zur Verfügung stehen, weil man muss erst im Pöppel darauf setzen und dann kann man in der nächsten Runde diese Karte überhaupt für sich dort hier holen. Und wenn da schon Pöppel auf dieser Karte sind und diese Pöppel halt nicht gespreadet sind, dass überall Pöppel sind, dann weiß ich, mein Gegner möchte hier natürlich diese Karte hier haben. Dann mache ich mir gar nicht so viel Gedanken darüber, was ich mit dieser Karte anfangen kann. Ich kann also Karten für mich reservieren sozusagen und kann sie dann holen. Und das macht es für mich viel planbarer. Ich kann also während die anderen Spieler spielen, eigentlich schon meine Züge planen. Funktioniert natürlich, wenn mehr Pöppel im Spiel sind, später im Spiel nicht mehr ganz so gut, weil wenn man klug spielt, verteilt man dann Pöppel natürlich auch, weil diese Pöppel auch dafür dienen, dass man diese Ereigniskarten für sich ersteigern kann. Das ist im Prinzip meine Währung, mit denen ich das machen kann. Ja, wenn ihr noch rankommt an dieses Spiel, ihr gerne Zivilisationsspiele spielt und ihr auch keine Angst habt vor einem langen Spiel mit etwas komplexeren Regeln, wobei das haben diese Zivilisationsspiele ja fast alle, dann würde ich hier eine absolute Empfehlung aussprechen. Ich, wie gesagt, habe es mir sofort geholt und das ist auf jeden Fall eine Augenweide, das Spiel. Man langweilt sich nicht, das sollte man sich ja sowieso nicht, aber man hat extrem viel Spaß, wenn man auf solche Spiele steht. Ja, kann ich nur sagen, viel Spaß damit. Ja, und Samstagnachmittag habe ich auch so ein paar kleinere Spiele gespielt und das war zum Beispiel auch Wormholes. Und Wormholes ist ja auch jetzt eine Essen-Neuheit gewesen, war, glaube ich, relativ schnell weg, wurde so ein, ich will es nicht sagen Hype, aber es war schon auf jeden Fall eins der Spiele, die viele Leute auf der Liste hatten. Und ich habe es vorher schon mal in einem Spieleladen in Utrecht gesehen und hatte es mir da schon beinahe mitgenommen. Aber für so ein kleines Spiel waren mir dann irgendwie die 40 Euro, die aufgerufen wurden, dann doch zu viel. Wormholes ist ein Pick-up-and-Deliver-Spiel. Und das Pick-up, das ist im Prinzip, ich ziehe Karten und habe dort Planeten und muss dort Passagiere an diesem Planeten abliefern. Habe dafür 3 Marker, das sind meine Energiemarker, die kann ich einsetzen, um Bewegungen zu den verschiedenen Planeten über Hexfelder zu tätigen. Und
kann auch als eine Aktion ein Wurmloch platzieren, das es mir erlaubt, wenn ich ein zweites Wurmloch der gleichen Kategorie auf der anderen Seite irgendwo anders auf der Map erzeugt habe, hin und her zu springen. Dieses Springen selber kostet keine Energie, keinen von meinen Punkten. Wenn ich aber von einem Wurmloch zum Beispiel zum anderen dann wechsle auf ein anderes Feld, muss ich natürlich wieder einen Bewegungspunkt ausgeben. Und ich kann die Wurmlöcher meiner Mitspieler benutzen, so dass ich entweder ja, per normalen Antrieb darum fliege oder dann halt da die ganze Zeit rumspringe. Und je nachdem, welche Karten ich dort habe, oder wo ich dann lande bei dem Planeten, kann ich die Karten dann ablegen und das ist dann eine Art Set-Collection. Jede Karte bringt mir erstmal Punkte. Wurmlöcher an neuen Planeten platzieren bringt mir Punkte. Und Kartenkombination bzw. verschiedene Planeten besucht zu haben, bringt mir auch noch Punkte. Das Ganze wird zusammengezählt. Das war das Spiel. Super einfache Regeln und ja, mehr ist das tatsächlich auch nicht großartig. Und hat es mir Spaß gemacht, weil ich hätte es ja beinahe gekauft. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ich würde es mir auf gar keinen Fall kaufen. Denn dieses Spiel ist relativ random. Denn ich ziehe ja meine Leute, die ich dort den Planeten abliefer. Und ja, wenn ich Glück habe, passt das relativ genau mit dem zusammen, wo ich eigentlich auf der Map aktiv bin gerade, in welchem Bereich des Weltraums. Und dann kann ich vielleicht gleich zwei Schritte aufwenden und kann vielleicht drei von diesen Passagieren am gleichen Planeten ablegen. Das sind gleich sechs Siegpunkte und das schlägt schon mächtig ins Kontor. Das könnte man natürlich sagen, verschiedene Planeten geben ja auch Siegpunkte, aber das ist schon ein großer Aufwand, überall hinzufliegen. Und vielleicht ist es auch so, dass ich das Spiel, was den Zufallsfaktor angeht, noch nicht hundertprozentig durchdrungen habe. Es machte mir auf jeden Fall so ein bisschen den Eindruck. Trotzdem hat das Ganze Spaß gemacht, weil es halt eine halbe Stunde, 40 Minuten gedauert hat. Ich glaube, mehr waren es nicht. Und da machen mir solche Glückselemente gar nicht so viel aus. Es hat einfach Spaß gemacht, mit seinem kleinen Raumschiff da von einem Wurmloch zum anderen zu springen, durch dieses Weltall da rumzuspringen und die Leute abzuliefern. Ja, und das auch ein bisschen zu planen. Und da hat man sich gefreut, oh, das passt ja jetzt auch wieder total gut. Oder hat man sich geärgert, oh, wie soll ich diesen Planeten denn irgendwie vernünftig, ohne zu viel Energie zu verschwenden, jetzt erreichen? Man muss das natürlich so effizient wie möglich spielen und muss ein bisschen Überblick darüber behalten, was ist möglich mit den Wurmlöchern von mir und von den anderen, durch die ich ja auch durchfliegen kann. Also, ich finde, es ist ein schicker kleiner Filler und ich würde es auch immer wieder mitspielen. Ja, für die Kohle würde ich es mir, glaube ich, nicht holen. Ja, und am Freitagabend haben wir wirklich bis in die Nacht Jean Company nochmal gespielt in einer Sechserrunde und ich möchte gar nicht mehr so viel zu Jean Company erzählen. Es wird ja später nochmal irgendwie ein größeres Video von mir geben. Aber es ist natürlich immer auch ein Luxus, so eine Sechserrunde für so ein Spiel zusammenzubekommen, denn man kann es zu sechs spielen und es ist eigentlich ja erstmal so, dass es toll ist, wenn jeder eine verschiedene andere Rolle hat am Tisch. Problem ist natürlich dann vorhanden, wenn man halt gar keine Rolle hat, weil einer hat zwei Rollen und man selber hat gar nicht großartig was zu tun. Man ist so ja nicht mal die graue Eminenz im Hintergrund, sondern es vergehen Spielrunden, in denen man im Prinzip gar nichts zu tun hat, darauf wartet, dass andere retiren, in den Ruhestand gehen und dann vielleicht mal irgendwie loslegen kann. So war es hier auch wieder. Ein Spieler hat, glaube ich, 1,5 Stunden im Prinzip gar nichts zu tun gehabt. Die anderen haben gespielt und sind siegpunktmäßig auch ein bisschen weiter vorangeschritten und hatten ihren Spaß. Und man hat schon gesehen, der eine Spieler, der hatte nicht wirklich Spaß an dem Spiel. Ich habe dann nachher auch mit dafür gesorgt, ich hätte es nicht machen müssen, weil ich hatte relativ viele Anteile an dieser Firma, hatte eine große Stimmgewalt bei den Entscheidungen, die getroffen werden bei den neuen Posten. Dass er tatsächlich mal ins Spiel reinkommt, hat mir jetzt auch ein bisschen geschadet, das Ganze, aber finde ich ja auch nicht so besonders gut. Sollen ja auch alle Spaß haben an dem Spiel und darum soll es bei so einem Spieleabend ja auch gehen. Ja, zur endgültigen Konsequenz kam es dann, dass ich dann am Ende relativ viele Posten verloren hatte und kaum noch was zu tun hatte. Und es ist schwierig, dann wieder von sich aus da reinzukommen, wenn die anderen halt gut würfeln. So ist es gewesen, dass unser Chairman und unser vor allen Dingen Director of Trade, der hat, muss man sagen, meiner Meinung nach die meiste Macht in dem Spiel, der Director of Trade, er setzt halt viele Posten ein.
hat einen großen Verhandlungsspielraum in dem, was er tut. Auch dadurch, wo er die Schiffe hinsetzt, kann er das Ganze relativ gut steuern im Spiel. Und wenn der Director of Trade lange Zeit im Amt ist und noch ein oder zwei andere Schlüsselpositionen hat und auch noch ein guter Spieler ist, und das war die Person an dem Abend und ist es überhaupt, moin Steffen, dann ist das Ganze schon sehr schwierig für die anderen noch zu gewinnen, muss man sagen. Das habe ich aber schon bei meinem letzten Video so ein bisschen angeprangert, dass dieses Würfelglück, wie lange ich mich auf meinem Posten halte, dann doch relativ entscheidend ist. Und bei diesem Spiel hat man auch schon wieder gesehen, je mehr man in der Materie ist bei diesem Spiel, desto mehr hat man natürlich am Ende auch Chancen zu gewinnen. Das ist wirklich eine Lernkurve, die man da durchschreiten muss. Wenn man dieses Spiel wirklich durchblickt hat, welche Verhandlungsmöglichkeiten man hat, welche Dinge man bekommen hat, dann hat man natürlich einen Vorteil. Aber das ist ja auch gerade der Reiz des Spiels. Wenn alle das Spiel wirklich gut können, gut beherrschen, das total durchdrungen haben, dann wird es erst richtig guter Spiel. Ich kann es immer noch total empfehlen, trotz dieses Erlebnisses. Es spielt sich auch einfach jedes Mal ein Film ab, der da auf diesem Brett ist. Und bei mir wird gerade die Meinung so ein bisschen verstärkt, dass es vielleicht zu viert dann doch besser ist, das Spiel, als zu sechst. Zu fünft habe ich es noch nicht gespielt, zu viert hatte ich allerdings insgesamt bisher mehr Spaß bei dem Spiel. Eine Möglichkeit wäre natürlich noch, Karten zu draften am Anfang. Das heißt, man bekommt ja wirklich am Anfang die Posten zugelost. Und wenn ich die dann drafte, dann kann ich natürlich mir einen Posten raussuchen und gehe mit ziemlicher Sicherheit nicht leer aus. Ich glaube, die nächste Partie, die ich spiele, wird es mit Draften geben, so dass jeder von Anfang an dem Spiel beteiligt ist. Aber es wird definitiv nächste Partien geben. Für mich ist es momentan immer noch das Highlight. Dann gab es auch noch so als kleinen Filler das Spiel 300. Und 300 ist ein ganz kleines Wargame, was zur Schwerkraft rausgekommen ist und hat im Prinzip alles, was auch ein großes Wargame hat. Ich habe also einen Cube-Pusher vor mir. Und das heißt, ich bin auf einer Leiste. Entweder in meine Richtung bewegt sich der Cube oder in die Richtung des Gegners, siegpunktmäßig. Und ja, wir kämpfen hier in den Perserkriegen, also Darius, Xerxes. Und müssen dort als Perser im Prinzip Griechenland erobern. Und diese Eroberung möchten wir anhand von Karten erreichen. Es handelt sich also um ein kleines CDG, Card-Driven Game, mit sehr überschaubar vielen Karten. Und das Gute daran ist, dass relativ schnell am Anfang dieser ersten Partie wusste ich schon, welche Karten so im Spiel sind und was mir gefährlich werden könnte. Und ja, das ist natürlich dann eine klasse Sache. Ja, und das Spiel läuft folgendermaßen ab. Ich habe am Anfang Aktionspunkte und kann mir dafür entweder Karten ziehen. Ich kann mir Flotten bauen. Ich kann mir Truppen rekrutieren. Oder ich kann als Perser und muss es vermutlich auch eine Brücke bauen, damit ich überhaupt dort an der Ägäis langlaufen kann. Und die Brücke kostet natürlich viel Geld. Und dann spiele ich das halt aus, habe meine Ereignisse oder kann diese Karte auch dafür benutzen, einen Aktionspunkt zu machen, haben zum Beispiel eine Bewegung dort durchzuführen mit meinen Truppen und möchte dann weit vorstoßen ins griechische Kerngebiet. Die Griechen haben wiederum die Möglichkeit, auch meine Versorgungslinien abzuschneiden. Das heißt, sobald meine Persertruppen nicht mehr versorgt werden können, weil sie halt ja diese Versorgungslinie abgebrochen ist, ja, gehen sie halt alle drauf und dann gibt es verschiedene Wertungsphasen und in diesen Wertungsphasen wird dann geschaut, wer hat die meisten Städte eigentlich gerade erobert, die vorher noch kein Kerngebiet von mir waren, also kein Cube von mir hatten oder halt nicht zu diesem Kerngebiet, ja, unsere Heimatstädte sozusagen gehören und dann wird halt diese Wertung ausgeführt. Ja, und das waren die Regeln des Spiels. Und wie fand ich das Spiel? Ich glaube, dieses Spiel ist ziemlich gut dafür gedacht, auch mal mit Leuten zu spielen, die überhaupt gar nichts mit Wargames zu tun haben. Das Spiel spielt man wirklich in 20 Minuten weg, wenn man es kann, wahrscheinlich so in einer Viertelstunde. Und es hat alles, was ein Wargame hat. Ich musste mich natürlich auch in den Schlachten würfeln und kann dort entweder natürlich extremes Pech haben oder Glück. Aber wenn meine Persertruppen in griechischem Gebiet sind, habe ich halt so ein Limit. Ich kann nicht höher als eine 4 werfen und da ist der Grieche im Vorteil. Und andersrum natürlich auch, wenn die Griechen es irgendwie ins Persergebiet schaffen, durch eine Flotte oder so,
dann haben die Perser dort Würfelvorteil. Ich habe hier also auch sogar Modifikatoren mit dabei. Und das alles so auf so einer kleinen Karte, im handlichen Format, ist auch wunderschön gestaltet, das Ganze. Viertelstunde gespielt, habe ich schon gesagt, 20 Minuten, CDG. Tja, also uns hat's, also mir hat es wirklich Spaß gemacht und mein Mitspieler auch, der es mitgebracht hat, logischerweise, der hat es ja auch mitgebracht. Und ich habe es auch ein paar Mal mehr am Wochenende auf dem Tisch gesehen. Lustiges kleines Spiel, ja. Auf jeden Fall eine Empfehlung, wer auf sowas steht. Und wer tatsächlich mal so ganz grundsätzlich reinschnuppern möchte, wie ein Wargame funktioniert, für den kann ich es tatsächlich auch empfehlen. Viel leichter kann ein Wargame eigentlich nicht sein. Und es macht trotzdem richtig Spaß, das kleine Ding. Das war sie, die neue Ausgabe von Gespielt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich habe euch vielleicht den einen oder anderen, ja, Hinweis darauf gegeben, was für ein Spiel vielleicht das nächste Mal auch bei euch auf dem Tisch landen sollte. Und in diesem Sinne. Bis dann, euer Teilstyle.